Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur. Heute schauen wir uns ein Thema an, das bei praktischen Fahrstunden immer wieder zu Problemen führt. Zwar sind es nur kleine Probleme, aber es ist die elektronische Handbremse. Vor allem, wie löst man sie, wie zieht man sie an und vor allem, was kann im Notfall eine elektronische Handbremse alles leisten? Wir haben in modernen Fahrschulautos keine mechanische, also eine Handbremse, die man wirklich hochziehen kann, eingebaut. Moderne Autos haben elektronische Handbremsen und die schauen wir uns heute einmal an, wie die funktioniert. Das erste, was wir uns anschauen, ist, wie kann man bei einer Fahrstunde, wenn man losfährt, diese elektronische Handbremse denn eigentlich lösen? Und wenn du dir überlegst, du hast eine mechanische Handbremse, dann würdest du sie ja hochziehen zum Aktivieren bzw. runterdrücken zum Lösen. Und das gleiche geht auch bei der elektronischen Handbremse. Man muss sie runterdrücken zum Lösen beziehungsweise hochziehen zum Aktivieren. Allerdings haben viele Autohersteller etwas eingebaut, damit eben zum Beispiel, wenn du die Handbremse löst, das Auto nicht sofort zu rollen beginnt. Das heißt, man muss zusätzlich auf der Bremse stehen. Deswegen auch immer unser Tipp, bevor du losfährst, schau einmal kurz aufs Armaturenbrett. Da siehst du auch dieses Symbol mit dem B drauf, diese Handbremse. Wenn du sie lösen möchtest und nur auf den Knopf drückst, dann bekommst du diese Fehlermeldung: Bitte Bremspedal betätigen, das heißt, man muss dann auf der Bremse stehen und dann kann man die Handbremse lösen. Während der Fahrt ist die elektronische Handbremse oft ein kleines Helferlein, nämlich dann beim Berganfahren, also wenn du losfährst in der Steigung. Hier musst du nur die Handbremse ziehen, kannst dann die Kupplung auslassen, ein bisschen Gas geben und dann sollte das Auto eigentlich die Handbremse im richtigen Moment für dich lösen. Du musst nur langsam mit der Kupplung sein. Einen kleinen Tipp gibt es noch, die Handbremse löst sich beim Fahren nicht, wenn du nicht angeschnallt bist. Also das ist die Voraussetzung, dass das ganze System funktioniert. Und dann gibt es die Geschichte mit der Notbremsfunktion. Elektronische Handbremsen können auch als sogenannte Notbremse eingesetzt werden, nämlich dann, wenn du als Fahrer oder beziehungsweise Beifahrer bei L17 oder Übungsfahrt einfach während der Fahrt diese elektronische Handbremse nach oben zieht, gezogen hält, dann würde das eine Notbremsung auslösen, nämlich mit 70% der Bremsleistung auf allen vier Rädern. Hängt jetzt bitte wieder von Auto zu Auto unterschiedlich ab. Aber es könnte hier die Handbremse als Notbremse eingesetzt werden. Wenn du dich erinnerst, früher mal war ja die mechanische Handbremse nur auf den Hinterrädern. Da war das Problem immer, wenn der Beifahrer, also dein Begleiter, die Handbremse gezogen hat, dann hat das nur auf die Hinterräder gewirkt. Wenn das gerade in der Kurve war, war das oft blöd, weil in der Kurve die Hinterräder blockiert haben und du dann eventuell sogar in Schleudern gekommen wärst. Bei der elektronischen Handbremse ist das kein Problem. Hier hilft sogar das ABS, das Antiblockiersystem, beziehungsweise wenn man es in der Kurve macht, auch das ESP, dieses elektronische Stabilitätsprogramm. Einfach mal ausprobieren, gerade wenn vielleicht Schnee irgendwo liegt, kann man das super auf einem Parkplatz ausprobieren. Schauen, dass nur keiner hinter einem fährt. Einfach die elektronische Handbremse einmal ordentlich ziehen und gezogen lassen. Dann wirst du sehen, hier bremst das Auto mit 70% der Bremsleistung. Es würden auch die Bremslichter hinten leuchten, damit also andere Fahrzeuglenker davor gewarnt werden oder darauf aufmerksam gemacht werden, dass du jetzt gerade diese elektronische Handbremse ziehst. Ich hoffe, wir haben dir ein bisschen weitergeholfen. Unser Tipp immer: Bevor du losfährst, wirf einen Blick auf das Armaturenbrett. Dort siehst du eventuell rote Kontrolllichter. Wenn etwas rot leuchtet, darf man nicht losfahren. Wenn die elektronische Handbremse ist, Bremse tätigen und die Handbremse lösen. Wir wünschen dir gute Fahrt. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.